Ja, wir leben mittlerweile seit 2 Jahren unter Umständen, wo sich die Verwaltungen bemühen, den letzten Anschein von Demokratie, Rechtsstaat und Freiheitlichkeit zu überwinden. Leicht zu erkennen, dass es direkt auf der anderen Seite des Flusses ein Bundesland gibt, in dem man keine Versammlungen abhalten darf, wenn man körperlich behindert ist. So im Bundesland Rheinland-Pfalz, wo die Verwaltungsgerichte bestätigen, dass man nicht teilnehmen darf an Versammlungen, wenn man keine Maske tragen kann. Gott sei Dank hat sich dieses Vorgehen, zumindest mal, dass man maskenbefreit teilnehmen darf, nun nach Monaten aufgelöst. Ich hatte dort im September letzten Jahres gegen geklagt. Das Verwaltungsgericht hat diesem unrechtsmäßigen Diskriminierung Recht gegeben. Das Oberverwaltungsgericht hat gesagt, das ist vermutlich unrechtsmäßig, hat dann aber sich in der summarischen Prüfung doch nicht zugetraut, das festzustellen, sondern hat einfach Schutz auf Leben über die persönliche Freiheit und das Versammlungsrecht gestellt. In dieser Weise erleben wir, dass Verwaltungen die Versammlungsfreiheit und Grundrechte einschränken und dass die Verwaltungsgerichte und Oberverwaltungsgerichte versagen. Deswegen haben wir heute die Versammlung von Mainz nach Wiesbaden verlegt, weil wir nicht mehr ertragen wollen, dass man uns absurdeste, autoritäre Regeln aufzwingt. In Mainz hätten wir in einen wunderschönen Käfig, der überhaupt nicht abschreckend ist und der überhaupt nicht dazu führt, dass die Teilnehmer nicht auf die Versammlungsfläche kommen, wie man ganz klar hier beobachten kann, entgegen der Behauptung des Polizeiführers. Dort hätten wir nicht nur in seinem Hühnerstall stehen müssen, nein, dort hätten wir Abstand einhalten müssen und gleichzeitig Maske tragen in diesem Hühnerkäfig, während rundherum die Menschen ohne Abstände, ohne Maske umherlaufen können. Nicht um des Infektionsschutzes geschehen, nein, für Abschreckung, dafür, um Menschen davon abzuhalten, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Gleichzeitig wird jeder, der in Deutschland behauptet, dass wir Defizite mit dem Rechtsstaat, Grundrechten, der Meinungsfreiheit haben, diffamiert. Es wird gesagt, in Deutschland hätten wir so eine tolle Pressefreiheit und alles ist so viel besser und so toll und so schön. Gleichzeitig aber erleben wir, dass in einem Handstreich die Europäische Kommission alle russischen Medien in ganz Europa einfach über Nacht verboten hat. Medien, die sich an Recht und Gesetz halten und die kein anderes Verbrechen haben, außer dass sie eine andere Seite berichten. Und da behauptet jemand noch, dass in Deutschland die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit super, super toll ist. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen, eure Heuchelei. Und selbstverständlich kommen in russischen Medien russische Propaganda. Aber genauso kommen eben in den in Deutschland ansässigen und von Deutschland kontrollierten Medien deutsche Propaganda. Und die Wahrheit liegt eben oft in der Mitte. Ich habe gerade mit dem Ordnungsamt gesprochen, bezüglich der rechtswidrigen Anordnung, die Mikrofone zu desinfizieren, wofür sie in ihrem Auflagenbescheid keinerlei Begründung angeben, wofür es auch keinerlei Begründung gibt, denn das gute Coronavirus wird über Aerosole übertragen und Aerosole sind keine Schmiereninfektion. Jetzt kann man sich fragen, ist die Frau vom Ordnungsamt minderbemittelt oder sorgt sich um unsere Gesundheit? Ich glaube, sie sorgt sich um unsere Gesundheit. Ich lasse da nichts auf diese Frau kommen. Sie ist da ganz, ganz übervorsichtig. Auf der Webseite des RKI steht, dass in Deutschland noch keinerlei Schmiereninfektion außerhalb von Krankenhäusern fürs Coronavirus nachgewiesen wurde. Das heißt, diese Anordnung ist wirklich sehr, sehr wichtig
für meine Gesundheit. Ich finde es sehr gut, dass jetzt das Mikrofon nach Ethanol riecht. Das macht mich auch ein bisschen trunken. Dann kann ich den ganz sehr hohen Sinn der Anordnung des Ordnungsamts auch viel besser ertragen. Dafür vielen Dank als Ordnungsamt. Dann darf ich jetzt die erste Rede ankündigen. Und zwar zur Disziplin und Antidisziplin der Verschwörungstheorie hören wir Germanistin Dr. Katja Leihhausen. So sicher. Danke, liebes Ordnungsamt, dass du mich beschützt. Das ist so nett von dir. Ich hab so schön wie mit meinen Eltern. Nochmal. Ach, Scheiße. Am Mensch. Das ist viel zu gefährlich da. Du bist unsterblich jetzt. Unsterblich. Du musst es aber auch selber bedienen, ne? Hallo? Ja, es geht, danke. Es ist wie auf dem Theater hier, ist toll. So, liebe Demonstranten, liebe Randgänger der Demokratie, gerade habe ich von einer Familie im Bekanntenkreis gehört, dass sie ihre Tochter, 18 Jahre alt, diesen Winter nach einem positiven Covid-Test für 2 Wochen in ihr Zimmer verbannt haben. Das Essen wurde vor die Tür gestellt. Ich will lieber nicht wissen, ob diese Eltern jetzt vielleicht auf Friedensdemonstrationen gehen. Ich kenne Menschen, die sich bis vor kurzem kaum aus dem Haus trauten, sich aber jetzt dicht an dicht auf Demonstrationen drängen. Bis zum 24. Februar, als die russische Armee in die Ukraine einmarschierte, folgten sie dem Ruf von Regierung und Medien. Und seit dem 24. Februar folgen sie wieder dem Ruf von Regierung und Medien. Es sind meine Freunde und ich verstehe sie nicht. Nur manchmal denke ich, sie leben in einer anderen Welt. Sie wohnen in einem ganz anderen Haus als ich. Ich bleibe mal bei diesem Bild des Hauses. Es ist, als hätten sie sich eine Zwischenetage eingezogen, zwischen oben und unten. Oben im Dachstübchen ist die schwierige Nachrichtenlage, ein Archiv von Texten und Dokumenten. Achim sprach gerade davon, etwa von den Berichten des Robert-Koch-Instituts. Da oben ist es ziemlich eng und man muss mühsam hinaufsteigen. Unten im Erdgeschoss findet das bodenständige Alltagsleben statt, wo wir aufgrund unserer Erfahrungen und Beziehungen ganz gut beurteilen können, was los ist, ob es jemandem schlecht geht, ob wir einem Kranken helfen müssen. In Krisenzeiten muss man dauernd von unten nach oben und von oben wieder nach unten laufen, um Lebenserfahrung und Theorie miteinander abzugleichen. Aber es gibt diese Häuser mit diesem Zwischengeschoss. Hier ist zusätzlich noch eine weitere Etage eingezogen, wo nicht kritischer Nachrichten- und Dokumentenvergleich oder Lebenserfahrung herrschen, schon gar kein Austausch zwischen beiden, sondern zwingende Symbole. Da gab es doch diese Sätze, ihr erinnert euch. Ich sah die Bilder von Bergamo und da war doch klar, dass wir in den Lockdown gehen müssen. Ich will lieber vorsichtig sein, die Zahlen gehen gerade wieder hoch. Die Frage, was diese Bilder aus Bergamo bedeuten, was sie uns zeigen und auch diese Meldeinzidenzen, die wird von den Bewohnern der Zwischenetage überhaupt nicht gestellt. Die Regierung, die Medien, mächtige Medien und Politiker mussten nur immer wieder das Wort Solidarität benutzen. Die Bilder von Bergamo und die Meldeinzidenzen und schon sperrten Eltern ihre jugendlichen Kinder ein. Dafür berufen sie sich auf Bilder, weil Bilder authentisch sind und wahr, auf Zahlen, weil Zahlen objektiv sind und sehr wissenschaftlich, auf moralische Fangwörter, denn wir haben ja Werte, nicht wahr? Und dann exekutieren sie Maßnahmen, die sich angeblich zwangsläufig aus diesen Zahlen und so weiter herleiten,
die aber mit wissenschaftlicher Evidenz oder kluger Alltagseinsicht nichts zu tun haben. Das sind Realitätssimulationen, so nenne ich das, und mit ihnen lebt es sich auf dem Zwischengeschoss sehr bequem. Nur Leugner wie wir treiben sich im ganzen Haus herum und fragen dauernd, was sollen diese Masken nochmal? Und was bedeutet dieser Hühnerstall um uns hier herum? Welche Realität simulieren wir hier und was ergibt sich eigentlich daraus? Virensicherheit, Gedankenpolizei, Arroganz der Macht. Nun, Hühnerstall und Maske zeigen, auch wir Demonstranten werden zum Gegenstand von Realitätssimulationen mit zwingender Handlungsanweisung gemacht, nicht nur das Virus. Eine der wichtigsten von ihnen heißt, Demonstranten sind Verschwörungstheoretiker. Und zwar immer dann, wenn sie die Regierung kritisieren. Denn sie unterstellen der Regierung böse Absichten, Pläne und heimliche Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen wie der EU und der WHO. Die Verschwörungstheoretikerforschung boomt gerade. Private Denkfabriken beteiligen sich daran, Parteistiftungen wie die Konrad-Adenauer-Stiftung, Behörden wie die Bundeszentrale für politische Bildung und natürlich Universitäten. Dem Wortlaut unseres Grundgesetzes nach sind sie zwar in Forschung und Lehre frei, de facto sind sie aber abhängig von Drittmitteltöpfen. Alle diese Akteure simulieren gute Absichten und Gemeinnützigkeit und alle verdienen damit gutes Geld. Auch mediale Aufmerksamkeit bekommen sie sehr viel. Alle paar Tage erscheint einer dieser Experten in einem der niedrigschwelligen Medienangebote, also Tagesschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, der Deutschlandfunk, also alles, wo man einfach aufschlagen muss oder einschalten muss, niedrigschwellige Angebote. So, um welche? Ja, ich hole dir. Danke. Um welche Forschungsrichtung geht es? Nun, die Medien gehen direkt zu sogenannten Extremismusforschern, wenn sie sich über regierungskritische Demonstranten unterrichten wollen. Hier, zwischen diesen Absperrgittern, wird uns das ja nochmal besonders deutlich, nicht wahr? Es ist eben doch etwas anderes, ob man ein Huhn aus dem Stall zum Tierarzt bringt oder zum Koch, wenn man erfahren will, was es mit ihrem Zustand und ihrer Verwendbarkeit dieser Hühner eben auf sich hat. Danke. Sogar die Aktion Alles auf den Tisch, ihr erinnert euch, die Interviews mit Wissenschaftlern und Fachleuten, wurde in den Medien von sogenannten Experten für Verschwörungsideologien kommentiert. Manchmal machen sich, oder eigentlich meistens, machen sich diese Experten noch wichtiger. Sie nennen sich also dann Experten für Verschwörungsideologien, Desinformation, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Sie sind Experten für das Böse. Sie erforschen, welche heimlichen Absichten und Netzwerke hinter einer Aktion wie Alles auf den Tisch stecken und natürlich hinter solchen Demonstrationen wie dieser hier. Sie setzen Wissenschaftler und Demonstranten mit gefährlichen Extremisten gleich und dafür brauchen sie als Fangwort nicht sowas wie Solidarität natürlich, das kommt da nicht in Frage, sondern das Fangwort Verschwörungstheoretiker. Klettern Sie auf den Boden der Alltagseinsicht herunter, so viel sei schon mal vorweggenommen, dann wird es für Sie ganz schwierig. Immer wieder geistert die bodenständige Frage durch die Medien, wer sind eigentlich diese Leute da, die dauernd gegen Corona-Maßnahmen und Impfzwang demonstrieren? In einem Bericht über die Kasseler Demonstration vom 20. März letzten Jahres mit 20.000 Teilnehmern, da meinte der Bayerische Rundfunk, die Demonstranten waren bunt gemischt. Ich zitiere, ja, also wörtlich und genau in dieser Reihenfolge, hört zu, Familien, Querdenker, Selbstständige, Verschwörungstheoretiker, Hippies und Impfgegner. So, also ich bin Sprachwissenschaftlerin, man sagt auch Linguistin, und ich beschäftige mich mit dem Aufbau und Zusammenhang von Texten. Die textlinguistische Aufgabe ist es, nach dem roten Faden zu suchen, der solche Berichte über Familien, Querdenker, Selbstständige, Unternehmer, Verschwörungstheoretiker und so weiter zusammenhält.
Dafür habe ich für euch heute 40 Texte ausgewertet, die nach Befragung der Verschwörungstheoretikerforschung in den Massenmedien veröffentlicht wurden. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, der Zusammenhang dieser Texte und dieser Forschung liegt nicht in der Information und in der Sache, natürlich nicht. Noch nicht einmal in der negativen Bewertung und Diffamierung. Er liegt in der Kriminalisierung von Demonstranten und Maßnahmenkritikern. Man erkennt das durch eine Analyse der sprachlichen Handlungen. Fortlaufend rufen diese Experten in den Medien, und zwar alle paar Tage, schließt sie aus Gesellschaft und Öffentlichkeit aus, brecht die Kontakte zu ihnen ab, vermeidet Diskussionen, verbietet ihnen, sich im Internet und auf der Straße zu äußern und bestraft sie, wenn sie es trotzdem tun. Dafür brauchen sie sprachlich die Verben wollen, können, sollen, müssen, dürfen. Und vor allem brauchen sie, wie für einen Kriminalfilm, die Hauptfigur des Verschwörungstheoretikers. Und ich zeige jetzt mal, wie sie die Realität dieser Filmfigur simulieren. Der Verschwörungstheoretiker und Demonstrant ist eine Figur, über die man sich nur empören oder lustig machen kann. Spricht die Polizei mit einer Durchsage an die Versammlungsteilnehmer. Ihre Auflage, Abstand von 1,50 Meter zueinander einzuhalten, wenn Sie nicht zu einem Familienstand gehören, gilt für die gesamte Dauer Ihrer Versammlung. Einzelne Personen haben sich daran nicht gehalten. Dort wird die Identität festgestellt. Ich wiederhole, halten Sie sich dauerhaft an 1,50 Meter Abstand, wenn Sie nicht zu einem Hausstand gehören. Ich liebe diese Realitätssimulationen, deshalb bin ich hier. Es geht um die Freiheit! Sicherheit natürlich. So. Ja, wir werden kriminalisiert und wir finden das, wir stecken das weg. Also, am liebsten befragen diese Experten und Journalisten gleich am Anfang ihres Berichts leichtgläubige Menschen aus ihren eigenen Reihen, wenn sie sich nämlich lustig machen darüber, nicht wahr? Also, sie fordern sie dann sinngemäß auf, nennen sie doch mal die absurdeste Behauptung, die sie jemals von einem Querdenker, Verschwörungstheoretiker und so weiter gehört haben. Den Sätzen, die dann zitiert werden, sieht man häufig an, dass diese Journalisten und Experten sie selbst frei erfunden haben. So platt sind sie. Covid gibt es doch gar nicht, lesen wir dann da. Eine einfallslose Übersetzung des Schimpfwortes Corona-Leugner. Das hat mit Sachlichkeit natürlich gar nichts zu tun. Aufgeregt wird dann noch festgestellt, dass das, was sie zur Not selbst erfunden haben, im Internet, auf Telegram und auf Demonstrationen verbreitet werden kann und darf, dass das also immer noch erlaubt ist. Wir müssen dankbar sein, dass wir heute hier sein dürfen, dass uns das noch erlaubt wird. In einem weiteren Schritt wird vor diesen Personen gewarnt, denn sie sind gefährlich oder können gefährlich werden. In der Verschwörungstheoretikerforschung sind das selbstbewahrheitende Behauptungen. Wer schon in der Überschrift eines Berichts oder einer sogenannten Studie von Impfgegnern spricht, der stempelt die Kritiker von vornherein als radikal ab. Man denke an das Wortspiel mit dem Spinatgegner. Zu sagen, dass ein Impfgegner oder Spinatgegner sich radikalisiert, das ist so viel wie zu sagen, dass Frauen weiblich sind und die Kinder noch nicht erwachsen. Vom Standpunkt der Logik her ist es eine Tautologie und hier ist es die Wiederholung desselben kriminalisierenden Extremismusvorwurfs. Dazu kommen Spekulationen darüber, dass diese Figuren, ich zitiere jetzt, demokratische Prozesse ins Wanken bringen wollen, deshalb sind wir hier, nicht wahr, deshalb seid ihr alle gekommen, dass sie auf Telegram mobil machen wollen und immer mehr Leute auf ihre Seite bringen wollen, dass die Einführung einer Impfpflicht bei ihnen zu einer Verstärkung der Gewalt führen kann. Solche Berichte sind manchmal unfreiwillig komisch, wenn sich eine Expertin darüber empört, beispielsweise, dass die Demonstranten ihr das Wochenende in ihrem ruhigen Wohnviertel versauen. Oder dass sie sich beim Familientreffen wieder auf eine endlose Diskussion mit einem Querdenker einlassen muss. Dabei würde sie viel lieber Fotos vom letzten Skiurlaub angucken. Auch damit spinnen die Berichterstatter am roten Faden der Kriminalisierung, denn durch solche persönlichen Belästigungen wird die Empörung angestachelt und die Warnung, Vorsicht, diese Leute stören.
Es kommen dann übergriffige Ratschläge, wie man mit den Störern umgehen soll oder darf, falls man noch ethische Vorbehalte haben sollte, selbst im privaten Bereich. Da heißt es, ich zitiere aus einem evangelischen Magazin, setzen Sie Grenzen, geben Sie ein klares Signal, wir haben solche heute schon von der Polizei gehört, setzen Sie Grenzen, geben Sie ein klares Signal, Manipulation im positiven Sinne ist erlaubt, Loben etwa, Loben ist sehr hilfreich im Umgang mit Verschwörungstheoretikern. Man soll ihnen sagen, ich finde das toll, dass du dich so ernsthaft um Informationen bemühst. Schließlich, so heißt es, dürfen sich Kontakte auch verändern. Also dieses evangelische Magazin ruft auf zu Manipulation, zu Diskussionsabbruch, zu Kontaktabbruch und das im engsten Familien- und Freundeskreis. Im weiteren Textverlauf wird die Erziehung zum Guten und zum Wahren auf den öffentlichen Bereich ausgedehnt. Die Berichte malen ein schmutziges Milieu von Demokratiefeinden, in das man ganz schnell abrutschen kann, wie ins Drogenmilieu, und gegen das man etwas unternehmen muss. Es wird dann beispielsweise getitelt, eine Rentnerin geht dahin, wo es schmutzig ist. Und dann folgt die Heldengeschichte einer Frau, die auf Twitter nach verdächtigen Postings fahndet, um sie anzuzeigen. Jeder solle diesen Corona-Leugnern ein kräftiges Nie wieder ins Gesicht rufen. Also nie wieder Faschismus. Dieser bekannte geschichtliche Vergleich ist mit der bekannten Doppelmoral nur diesen Experten erlaubt. Sie benutzen ihn für die medienwirksame Kriminalisierung. Vollendet wird die Kriminalisierung schließlich, indem die befragten Extremismusexperten erzählen, bei welchen Verbrechen Polizei und Staatsanwaltschaft bereits versagt haben. Dazu berichten sie vom sogenannten Tankstellenmord in Idar-Oberstein, von der Stürmung des Kapitols in Washington oder einem Fackelaufmarsch vor der Wohnung eines Bürgermeisters. So wenig diese Verbrechen und Delikte mit der Corona-Maßnahmenkritik auch zu tun haben, von diesen Experten werden sie als Beleg dafür gewertet, dass sich ihre Lieblingsfigur des Verschwörungstheoretikers radikalisiert. Sie nehmen diese Belege dann wiederum als Anlass dafür, aktiv auf die Strafverfolgungsbehörden zuzugehen und, wie Sie selber sagen, die Behörden direkt anzusprechen. Gott sei Dank. Die Experten erstellen, wie Sie selber sagen, Twitter-Profile, die sie als potenzielle Täterprofile interpretieren. Und die Behörden sind schon darauf vorbereitet. Sie wissen, was sie tun müssen. Wenn, ich zitiere nochmal, Familien, Querdenker, selbstständige Unternehmer, Verschwörungstheoretiker, Hippies und Impfgegner demonstrieren, wie es damals der Bayerische Rundfunk berichtete, dann sorgen die Behörden mit Masken-Symbolik, mit Abstandssymbolik, mit Hühnerstall-Symbolik, alles das, was wir gerade live erleben dürfen, für das, was sie phänomenübergreifende Extremismusprävention nennen. Also sie haben Kategorien, wenn ihr auf die Seite der hessischen Landesregierung zum Beispiel geht, dann findet ihr die Kategorie des Rechtsradikalismus, des Linksradikalismus und dann den phänomenübergreifenden Extremismus. Naja, und das sind dann eben regierungskritische Demonstrationen. Die Bilder von Bergamo und die Meldeinzidenzen zeigten uns also, wie gefährlich das Virus ist und was wir dringend tun müssen. Jetzt zeigt uns diese Forschung an dieser kriminologischen Figur des Verschwörungstheoretikers, wie gefährlich Demonstranten und Maßnahmenkritiker sind und was Gesellschaft und Staatsgewalt und unsere Familien dringend mit ihnen tun müssen. So erklärt sich die aggressive Stimmung an den Rändern der Demonstrationen, die Gewalt von vermummten Schlägertrupps. So erklären sich die Schlachtfelder an den häuslichen Kaffeetischen und die starrköpfigen Reaktionen der allermeisten Richter. Auch der, sagen wir mal, harsche Tonfall der Polizei, der nicht notwendig ist, weil wir freundlich sind, nicht wahr? Und auch derselbe Tonfall überall in der Gesellschaft, an den Universitäten, in den Schulen. Ihr wisst, wovon ich spreche. Ich mache jetzt eine Pause. Ich würde gerne später noch ein Gegenbild entwerfen, was ich für wichtig halte. Jetzt bedanke ich mich erstmal. Das war Dr. Katja Leihhausen mit dem ersten Teil ihrer Rede.
Ich möchte darauf hinweisen, vom Ordnungsamt nochmal, dass auf dieser Versammlung Abstände eingehalten werden müssen. Das heißt, wenn ihr euch umarmen wollt, ich glaube, das dürft ihr nicht, aber es wäre weniger schlimm, wenn ihr dabei eine Maske trüget. Also bitte die Abstände einhalten, nur das ist der Grund, dass wir keine Maske tragen müssen. Bitte die Abstände einhalten, sonst hat die Polizei nichts Besseres zu tun, in diesem Lande als Menschen abzuführen oder Identitäten festzustellen. Oh mein Gott, wie normal! Wie normal ist das, dass die Polizei Menschen die Identität feststellt, die sich umarmen? Total normal, ja, meine liebe Frau. Richtig normal. Schön, dass Sie in diesem Land so leben möchten. Dann hören wir jetzt Musik von Jane und Alex. Naja, wir nehmen es mit Humor. Aber es ist eigentlich zum Weinen. Ich sag zwar manchmal auch. Hab ich. Sag mal was. Oh ja, ja. Ich sag zwar immer, ich halte die Luft an beim Umarmen, aber das gilt anscheinend nicht. Ich glaube, jetzt geht's. Ich glaube auch. Fast zu laut, ne? So, ich glaube, jetzt könnte es vielleicht gehen. No. Machen wir einfach. Ja. Ist ein bisschen verstimmt. Kannst du mir ein klares A geben? A. Danke. Tiere stehen, stehen da rum, nix stehen, wir verstehen und nichts sehen. Nach all den Jahren kann ich immer noch nicht fassen, woraus hat sich dieser ganze Kram erschaffen, hat er sich von 0 auf 100 in den Raum gesessen, ohne zu fragen, vom Nichts sind wir jetzt einfach so und aus sich selbst heraus und gibt den ganzen Tag an mich die Selbstapplaus, während Milliarden mal, Milliarden mal, Milliarden Formen wachsen und sich den halbbewussten Wesen formen. Es war Gott, aha, und wer hat Gott erschaffen? Ich finde dabei, will doch irgendwas nicht passen. Fassen wir jetzt nochmal so Übersicht zusammen. Das Licht, der Urknall, Menschheit, Untergang. Nee, Moment, stopp, das ist zu einfach und zu ausgedacht. Werden schon von allen anderen Weltumrassen ausgelacht. Weil sie nichts checken, sich selbst zerstören. Verrückten, Deprimierten, die nicht sehen und nichts hören. Und die um sich schlagen, wenn sich dem Beklopfen, die vergaßen, was wir waren. Und sich selber in den Bock und sich toppen in der Disziplin der Selbstverarschung. Unsere Labyrinthe übersteigen die Erwartung. Jedes mögliche Meister, Labyrinthe, nicht Kunst. Wir folgen dem Kaninchen, plötzlich bricht uns der Boden weg. 6000 Jahre fallen, Leute, die versuchen, sich mit Krücken festzuhalten. Ein elegant gestaltetes, jedoch ebenfalls fallendes, vom Windchen einer Kalte, das sich nicht fast gefallen ist. Strahlendes Gelächter durch den Wind halt. Der Mann, den macht plötzlich mitten im Wind halt. Und sie schweben und sie lachen sich halt tot. Haben aufgehört zu halten und gestalten ihre Not. Und sie bemerken, dass das Fallen zum Schweben wird. Wenn man aufhört, sich ein Ding festzukrallen. Das ist alles gar nicht schlimm. Oh, naja, du
aus dem Licht hin und sagt, genau genommen. Und genau genommen kann aus nichts nichts entstehen. Vielleicht kannst du es nur aus deiner Sicht nicht sehen. Der Variante 2 ist für mich auch nicht zu verstehen. Sie lautet, irgendwas hat schon immer existiert. Schon immer, ich glaube, ich hab's immer nicht kapiert. Das war nie nichts vorhanden, es ist immer was passiert. Bleib mal bitte konzentriert, worauf? Auf dich und das ewige Verdammt. Warum? Es ist der Ort, aus dem deine Existenz stammt. Na und? Ist doch nicht mein Problem. Hey, besprich denn vom Problem, kannst du das Wunder denn nicht sehen? Dass ich sehe, und entsteht und nicht stoppt, sich zu drehen und dabei sich zu ihm nehmen. Nimm sich selbst ein zu viel. Erzähl mir nicht, du siehst es nicht, nicht. Alles um dich rum, nur dein Ich nicht. Denn ein Ich ist es mal durch, dass dir das Licht bricht. Es bündelt, selektiert und stellt sich da wie deine Ich-Sicht. Doch in Wirklichkeit sein Ich viel umfassender. Ein Teil des Teils, der anfangs alles war. Und wie das einwirkt, wenn du dein Ich verschmelzt. Um dich rum, in dir drin und im ganzen Rest. Ich mit Dunkel, die Null mit der Eins. Das Bewusstsein mit dem Körper und das alles mit dem Dein. So vereinst du den Schein mit dem Sein. Demonstrierst ein altes Heim, um dein Wesen zu befreien. Hey, was redest du für Scheiße? Wie wär's, wenn ich dich einfach beiße? Für deine dreiste Art und Weise. Liefer mir erstmal Beweise. Wofür? Na, für den Scheiß, den du räumst. Du meinst das mit der Pandemie und dem fucking fucking Fake Checker Fake Verein? Oh, nee, nicht das. Das sind nur Schwurbel-die-Schwurbel-die-Schwurbel-Line. Schwurbel-die-Line, Pandemie, fucking fucking Fake Checker Fake Verein? Ja, okay, okay, absolutely. Wenn du meinst, dann vielleicht das mit der Quelle und der Null und der Eins. Ja, okay. Lass mich grübeln. Ich kann dir deine Zweifel leider wirklich nicht verübeln. Doch du musst wissen, dass hier ums Ganze geht. Und nicht etwa, wie es um deinen Impfstatus steht. Identität ist was Überpersönliches. Ja und nein sind nichts Unpersönliches. Das sind beide Pflichten. Non-Existenz, die gibt es nicht. Das sind keine Beweise. Nein, das ist nur Vorbereitung auf das, was ich dir zeige. Du bist erwacht. Enthüllung, Befreiung von allen Schleiern. Dann bitte ich um Verzeihung. Mit dem, was ich dir zeige, schock ich dein Verstand. In Wirklichkeit bist du nur eine Socke auf einer Hand. Doch. Ach Quatsch. Ohne Scheiß. Fake News. Nix Fake News. Wenn ich dir sag, ich hab's von Lauterbach. Ich seh den jeden Tag. Der Mann ist vom Fach. Der erklärt die Pandemie. Ich seh den jeden Tag on TV. Ja, okay. Also ich seh den auch jeden Tag, weil der Mann ist ja vom Fach und hinterfragen tue ich nie. Du Rindvieh, hinterfragen tust du nie. Fick dich ins Knie und wir kehren zurück an den Ursprung des Ursprungs des Ursprungs des Ursprungs zurück. An den sogenannten Eisprung des Ursprungs. Und was davor ist, das war sie meine Quelle. An die ich jetzt mal jene kühle Frage stelle. Warum? Sie antwortet nicht. Gerade eine Quelle, die du Service besteht. Vielleicht ist sie gar nicht da oder wollte nicht gestört werden und hat mich kommen sehen und wollte nicht genervt werden. Oh Mann, hey, schon wieder diese Jane. Die kommt hier dauernd an und die sieht alles so eng. Nein, der ist es nur nicht weg, was hier überall passiert. Und einer hat gestört und viele andere abkassiert. Meinung wird zensiert und Grundrechte kassiert. Die ganze Welt ist völlig überkorrumpiert und das falsch im Vorwand werden unsere Kinder malträtiert und solch ohne zu hinterfragen, immer mit Maschlöse fragt, 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 ihnen hochgestellten Fragen, sagt das Frag, ihre Frag, bis sich sogar ihre Fragen fragt, fragt sie nur die Fragen, will sie wirklich Fragen stellen, und alle Fragen, Fragen, alle, die ihr aus der Vorfeld versucht mich zu umstellen, reitet Fragen die Welt, reitet Fragen die Welt, die sogar selber Fragen stellen. Und ihr woanders bestellen. Okay, also was? Wieso Antworten bestellen? Der Mainstream-TV informiert uns doch mit allem, was wir wissen müssen. Oh, glaub doch nicht alles, was sie dir im Fernsehen erzählen. Mit Eigenrecherche kannst du deinen Geist erhellen, denn es gibt auch offizielle Quellen, die erstellen Tabellen, die sich dem Staatspropaganda-Narrativ entgegenstellen. Was sie dir dort präsentieren, das wird dich erstmal verwirren, dann womöglich deprimieren, aber letzten Endes aus den Socken schocken. Also pass mal auf, also wenn du schon von Schocken redest, du bist hier der Hippie, der gerade mit einer Socke redet, die auf deiner Hand sitzt und mit deiner Stimme spricht und du behauptest, die Behauptung dieser Socke stimmt nicht. Falsch, ich bin die Quelle.
deine Hand, mit der du dich unterhältst. Du glaubst wirklich, du bist ein abgetrenntes Wesen vom Kosmos, vom Urgrund, von mir, vom Leben. Eigenständig, unabhängig, mit eigenen Gedanken. Du spinnst, wenn du nicht fühlst, du bist Teil eines Ganzen. Von mir, der Sockel des Lebens. Und ich bin Ursache all deines Strebens. Manifestation eines höheren Wesens. Erkenne, Widerstand ist nie vergebens. Du bist die Socke auf meiner Hand. Bisher bist du vor der Wahrheit nur weggerannt. Aber Socke, schweig! Aber Schnabel, Hals, Maul, Hände stumpf, kalt, fehlinformiert und faul. Recherchiere zur Covid-Manie, zum Gesundheitsfaschismus, jetzt oder nie. Es folgt alles nur einer Ideologie. Great Reset, NWO, Pandemie. Wenn mein Hals, Maul, ich will's nicht hören, du tust mein Weltbild stören. Komm mal runter in mein Gebiet, zum Beat. Probier mal mit ein bisschen Liebe oder lieber ein bisschen Weed. Mal sehen, ob die Welt ein bisschen anders aussieht. Und überleg mal, ob das okay ist. Was mit den Kindern geschieht? Was mit den Kindern geschieht? Was mit den Kindern geschieht? Hey Socke, komm schon, Mann, ey, willst du mir drohen? Ich kann dich trotzdem nicht länger damit verschonen. Was wir erleben, ist doch wohl der blanke Hohn. Und wir holen die da oben runter von ihrem Thron. Ich kann's auch nicht oft genug betonen, weil wir sind doch schon in einer weltweiten Rap-Rap, weltweiten Rap-Revolution. Schnabeltiere stehen, aber bald werden sie sehen, verstehen und beginnen sich aufzulehnen, den scheiß Schnabel abnehmen und auf die Straße gehen. Die Elite hat ein Riesenproblem, denn die Wahrheit kommt raus in diesem Irrenhaus. Jetzt ist endlich aus. Boah, fuck, danke. Endlich, danke. Applaus. Vielen Dank.